Vor 5 Minuten, vor 126 Jahren, ist dieses Gymnasium eingeweiht worden. Da war einer in der Aula der großen Festempfang mit 190 schon eingetragenen Schülern. Man muss auch dazu wissen, dieses Gymnasium ist gebaut worden für 643.000 Goldmark wahrscheinlich, Mark steht bloß da. Und es ist während der Bauzeit der gesamte Finanzplan eingehalten worden. Es ist nichts überzogen worden. Es war eine Notwendigkeit in Leipzig, weil die beiden vorher schon existierenden Gymnasien, Thomas und Nikolai, waren überfüllt. Da hat man geschrien, wir brauchen noch was. Die Stadt soll bauen, die Stadt war damals schon mit leeren Hosentaschen. Und da hat das Land sich damals entschieden, es staatlich einzurichten. Und es hieß dann das Königliche Gymnasium. Der König lebte ja noch. Der erste Rektor wurde aus diesem Grunde auch aus Dresden gerufen für dem dortigen Königlichen Gymnasium. Das war der Richard Richter, der auch dann in Leipzig hier sich herausgestellt hat als Glücksfall. Einmal für die Pädagogik in diesem Gymnasium und zum anderen, er ging dann zur Universität. Und man fragt heute noch nach den sogenannten schriftlichen Aufsätzen. Er hat alles, was er gedacht hat, zu Papier gebracht. Und diese Bücher sind ständig ausgeliehen. Wichtig ist aber zu wissen, es kam aus allen Bevölkerungsschichten. Es war nicht so, dass nur elitäre Leute ihre Kinder in das Gymnasium schickten nach der 4. Klasse. Es waren alle Berufsgruppen vertreten. Es kam auch Intelligenz an. Es wurden Aufnahmegespräche geführt. Es wurde keine Prüfung abgelegt, sondern ein Aufnahmegespräch. Ich habe ja nie geglaubt, dass ich da drauf darf. Als verträumter Junge. Und als ich dann nach Hause kam, nach dem Gespräch, hat meine Mutter gesagt, so, nun kriegst du die Schülermütze und nun darfst du aufs Gymnasium gehen. Da habe ich gesagt, wieso, überhaupt keine Prüfung. Der hat sich doch mit mir bloß unterhalten. Das hat Richard Richter, der erste Schulleiter, geprägt, dass er eben gesagt hat, wir müssen Pädagogik machen. Das heißt, Lehrer, Eltern, Schüler sind eine Einheit. Ach, das meinst du heute doch mal nachlesen. Und sicher war nicht. Und nun stehen wir hier vor dieser Tafel, die vielleicht der letzte Hinweis auf dieses Gymnasium ist. Und bei unserem Jahrestreffen wurde nun schon gesagt, es ist zwar nur ein Parkhaus für den Zoo, aber uns gefällt es viel besser, dass hier dieses Parkhaus für den Zoo steht, als wenn hier ein Nobelhotel wäre, wo keiner reingeht. Und aus diesem Grund herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank und ich wünsche allen Albertinern, dass sie dieses Gedächtnis sich erhalten können. Dafür wollen wir auch sorgen, sehr geehrter Herr Bernhard, meine Damen und Herren. Wir haben uns natürlich, als wir Pläne hatten, hier an dieser Stelle das Parkhaus zu errichten, auch mit der Geschichte beschäftigt. Das lag ja auf der Hand und diese Lücke ist ja auch uns nicht verborgen geblieben, dass wir hier an einem geschichtsträchtigen Ort sind, wo der Zoo gegründet wurde 1878, wo 2 Jahre später das König-Albert-Gymnasium gegründet wurde, wo aber auch im Paterbett, Sie haben es erwähnt, viel Leid geschehen ist. Das lässt uns erinnern an Vergangenes und wie Sie das alle verfolgen konnten, halten wir unsere Historie in Ehre als Zoo. Und so wollen wir das auch mit Flechten, die nicht ursprünglich zu uns gehört haben, sondern die später dazu kamen und die wir jetzt auch nutzen, wie diese Fläche. An den Grundmauern hat man gesehen, was für ein mächtiges Gebäude auf diesem Areal gestanden hat. Und die Fliegerbombe ist ein Zeugnis gewesen dafür, was 1943 hier an dieser Stelle passiert ist. Was mich begeistert hat, ist das Grundanliegen des Gymnasiums, humanistisch ausgerichtet, künstlerisch ausgerichtet, auf kreative Fähigkeiten ausgerichtet. Gebbing war ein kreativer Mann, also passt es, dass er seine Kinder auch auf das Gymnasium geschickt hat. Und was mir auch gut in Erinnerung ist, und Sie erwähnten ihn noch nicht, ist, dass Joachim Ringelnatz, ja, ein Schüler des König-Albert-Gymnasiums war, nur kurz. Und es gibt eine schöne Geschichte, eine Episode, die wir auch veröffentlicht haben in unserem kleinen Büchlein, Humorvolles aus dem Leipziger Zoo, Vorsicht Löwe, wo also Ringelnatz aus dem Unterricht gegangen ist, den Unterricht geschwänzt hat und in den Zoo gegangen ist. Er fand auch eine Stelle, dass er sich immer rummogeln konnte
um den Eintrittspreis. Und insbesondere angetan hat es die Völker schauen. Das ist ja kein so tolles Kapitel vom Zoo, aber es hat dazu geführt, dass fremdländische Kulturen hier nach Leipzig gekommen sind. Und Ringelnatz hat es insbesondere, haben es insbesondere angetan, zwei hübsche Samoanerinnen. Und er hat viel Ärger bekommen, sowohl zu Hause als auch bei seinen Lehrern, als er sich von den Samoanern hat tätowieren lassen. Das zeigt natürlich die Qualität der pädagogischen Ausbildung. Und als sie das Wort Pädagogik erwähnten und über ihnen unser blaues P für das Parkhaus schimmerte, dachte ich, der Bogen zu dem P von damals und von heute ist vielleicht auch nicht schlecht.